40%, 40-15. Fünf zu vier. Ja, Niki Bilic hat da jetzt eine schwere Aufgabe, immer wieder beruhigend auf seinen Schützling einzuwirken, der mit dieser Atmosphäre in der Halle so seine Probleme hat. Aber er wird ihm sicher sagen, Junge, die Leute wollen dir doch alle nur helfen. Es ist eine prima Atmosphäre, sicherlich die Masse der Zuschauer nimmt Partei für Deutschland, aber sie lässt auch die kleine italienische Kolonie zu Wort kommen. Das ist eine Davis-Pokal-Stimmung, wie man sie immer wieder erlebt. Wir haben da schon viel Schlimmeres gesehen. Denken Sie an Hartford, Connecticut, denken Sie an Buenos Aires. Auch in Italien gehen die Temperamente hoch. Aber das hier ist im Wesentlichen doch sehr ordentlich über die Bühne gegangen. Sicherlich auch ein Verdienst von Schiedsrichter Bruno Rebeu, den ich als den derzeit besten Profi-Schiedsrichter der Welt bezeichnen möchte. Und er wird auch bestätigt durch Berufung sehr, sehr vieler großer Turnierveranstalter. Er war der Schiedsrichter der meisten Grand Slam Finals. Er war beim Davis-Pokal-Finale in Stuttgart zuletzt dabei. Nun hat er sich auch mal ein bisschen stärken dürfen, denn er war ja schon in den Sätzen 4 und 5 im Becker-Match dort oben auf dem Stuhl, weil sein Vorgänger sich unwohl fühlte, wie Oberschiedsrichter George Grime es bezeichnete, im Klartext von Boris Becker, weil er auch ziemlich unmöglich war. Micha, rufen die Leute hier und wollen Stich so Mut machen, der 5 zu 4 führt im dritten Satz. Das heißt, Kané muss jetzt sein Aufschlagspiel durchbringen, sonst ist der Satz weg. Hier wieder eine Schiedsrichterentscheidung. Während der Linienrichter nichts sagt, dann wäre der Ball also gut gewesen. Zweiter Aufschlag. Reicht. Love 15. Five, please. And by the 15 up. Waiter, danke schön. Danke schön. Isaac
Bitte, Ruhe. Dankeschön. Dicing, 40, 30. Doppelfehler. Einstand. Bekommt jetzt auch Paolo Cané Nerven, der natürlich eine ganz andere Davis-Pokal-Praxis hat als sein Gegenüber. Seit 86 spielt er für Italien. Ja, das war jetzt ein Zuschauer, der da Fußfehler rief. Das ist wenig fein. Ah, gut gedacht, mit der Rückhand auf die Rückhandseite anzugreifen, aber dann klappt der Volley nicht. Fünf beide. Geht auch dieser dritte Satz wieder in den Tiebreak? Das ist die Frage. Was Sie nicht sehen können, Oberschiedsrichter George Prime verteilt gerade neue Bälle, mit denen jetzt gleich Michael Stich aufschlagen kann. Ein kleiner Vorteil für den Aufschläger, der ja ein Serve-and-Volley-Spieler ist. Aber hier oft viel zu überhastet die Netzattacke sucht, nach ungenügender Vorbereitung. Ja, Stretching-Übungen bei Cané, Muskelverhärtungen kommen bei diesen Belastungen natürlich schnell vor. Fight, please. Da
das 21. Ass. 40-0, 49. Ja, Carné bleibt gleich stehen, geht gar nicht mehr hin zu diesem Volley. Wenn Stich so aufschlägt, dann ist es auch schwer, ihn zu breaken, wie das so schön hässlich heißt. Wenn der erste Aufschlag kommt, wenn er Herr seiner Nerven bleibt, dann kann er hier einen ganz wichtigen Erfolg für seine Laufbahn verbuchen. Michael Stich, der in diesem Jahr, ich darf das nochmal wiederholen, in zwei ATP-Turnieren im Endspiel stand in Adelaide. Dort unterlag er dem Schweden Niklas Kulti. In Sydney, da verlor er gegen Guy Forget, den französischen Linkshänder, dem er dann auch später bei den Australian Open unterlag. Aber das ist natürlich jetzt alles vergessen. Jetzt zählt hier nur ein Sieg in dieser Davis-Pokalpartie gegen Italien. Na, jetzt entnehme ich den Gesten, dass sie sich wieder über das Spiel und nicht über die Zuschauer unterhalten, und das ist doch schon was. Und die Zuschauer machen sich ihr Späßchen weiterhin. La Ola in Dortmund. Aber Schiedsrichter Bruno Rebeu mahnt unerbittlich, weiter zu spielen. Wieder mit Druck auf Paolo Carné, der sein Service durchbringen muss, sonst ist der Satz weg. Dankeschön. Und im anderen Fall gibt es zum dritten Mal Tiebreak in diesem Match.30-15. Way bitte. Dankeschön. Jetzt braucht Stich noch zwei Bälle. Nach diesem sehr glücklichen, aber auch gekonnten Volley. 30 beide, 30 all. Point, please. Und jetzt hat Michael Stich Satzball. So, Junge, wenn du den erstmal nach Hause bringst, dann ist das vielleicht schon mehr als die halbe Miete. Point, please.